Hallo liebe Hungrige, ich weiß, die Halloween Week ist vorbei und es gibt heute auch nichts zu essen. Doch ich schnitze nun mal jedes Jahr einen Kürbis, voriges Jahr war es eine Eule und diesmal eben eine nicht unbedingt traditionelle Variante, sondern eher eine Kürbislampe, die jedoch recht attraktiv ist, meine ich jedenfalls. Und diese wollte ich euch nicht vorenthalten, also gibt es heute ein Bastelvideo. Wir brauchen dafür, wenn ihr habt, ein solches Winkelmesser. Und wo man es herbekommt, dazu findet ihr in der Infobox einen Link. Doch es muss nicht sein, jedes andere spitze, scharfe Messer macht es ebenso. Wir brauchen Bohrer in unterschiedlichen Größen. Meine haben einen Durchmesser von 6 bzw. 10 mm. Wir brauchen ein flexibles Maßband und ein Schneidermaßband eignet sich da ausgezeichnet. Wir brauchen einen Kürbis und bezüglich der Größe könnt ihr bei der Auswahl flexibel sein. Und vor allem brauchen wir eine Bohrmaschine, noch besser ein Akkuschrauber, einfach weil er handlicher ist. Zuerst wollen wir vom Kürbis einen Deckel abtrennen, geben dazu eine Schüssel oben drauf und zeichnen ringsherum mit einem Bleistift oder abwaschbaren Filzstift einen Kreis. Und den so angezeichneten Deckel gilt es nun abzutrennen. Das könnt ihr mit einem geraden Schnitt tun. Viel schöner sieht es jedoch aus, wenn der Deckel gezackt ist. Und da ich nun mal ein Winkelmesser habe, verwende ich dieses. Doch wie gesagt, dieselbe Struktur bekommt ihr mit einem normalen scharfen Messer auch hin. Und wenn wir dann ringsherum eingestochen haben, können wir den Deckel auch lösen. Nun nehmen wir ein scharfes Messer und lösen ringsherum mit einem Abstand von ca. 1 cm zur Außenhaut das Fruchtfleisch ab. Dieses lösen wir dann heraus, entweder mit einem normalen Löffel oder, wenn ihr so wie ich, vom Salatbesteck einen solchen gezackten habt, der macht sich auch sehr gut. Es gibt dafür auch spezielle angeschliffene Löffel, doch das muss ja nicht sein. Und so lösen wir Schicht für Schicht das Fruchtfleisch heraus, bis am Ende der ganze Kürbis sauber ausgehöhlt ist. Und vom Deckel schneiden wir nur die losen Teile ab. Jetzt legen wir am vorbereiteten Kürbis das Maßband an, immer in derselben Höhe, orientiert euch entweder am oberen oder unteren Rand der Zacken und zeichnet dann in gleichmäßigen Abständen, bei mir sind es 3 cm, Markierungen an. Durch die Furchen im Kürbis, die als Orientierung dienen können, geht das relativ einfach. Und so markiert erstmal einen Teil vom Kürbis. Und nun kommen wir auch schon zur eigentlichen Aufgabe, wir setzen den Bohrer an. Ich beginne mit dem dickeren und wir durchbohren nun den Kürbis an den markierten Stellen. Jedoch nur jede zweite Markierung. Auch in der nächsten Reihe bohren wir natürlich, dort allerdings die jeweils dazwischenliegende Markierung. Und so bereiten wir eben einen Teil vom Kürbis vor, wechseln dann den Bohrer, nehmen also nun den dünneren und durchbohren nun damit die dazwischenliegende, frei gebliebene Markierung. Und so bearbeiten wir Stück für Stück den Kürbis. Das sollte dann also ungefähr so aussehen. Und irgendwann, jedenfalls ging es mir so, ist das Augenmaß so weit geschärft, dass wir auch ohne Anzeichen klarkommen. Schützenhilfe dabei liefern natürlich auch die Kerben in der Außenhaut des Kürbis. Das Muster bleibt natürlich dasselbe. Zwischen den größeren Bohrungen erfolgt dann immer wieder eine mit dem dünneren Bohrer. Das ist natürlich eine gewisse Fleißarbeit, doch ich meine, das Ergebnis belohnt diese Mühe. So sieht der Kürbis also dann am Ende aus. Ich habe ihn hier mit einer Lampe bestückt und lasse wegen der sich entwickelnden relativ großen Hitze den Deckel auch ein wenig auf. Und wenn wir dann einschalten, passiert dieses. In dieser Variante hier ist der Kürbis mit Kerzen bestückt und wenn ich das Licht ausschalte, sieht er dann so aus. Ich meine, das hat schon was. Ich hoffe, dass dies für alle, die schnell noch einen Kürbis basteln wollen, eine interessante Anleitung sein kann. Mir jedenfalls gefällt er. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Und dann eine super tolle Halloween-Party. Und falls ihr nochmal schauen möchtet, wie ihr aus einem Kürbis eine Eule basteln könnt oder wie ein Halloween-Obstsalat angerichtet wird, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.